Die malaysische Ringgit steht kurz vor dessen größten Gewinn von 4,2755 bezüglich des US-Dollars. Ashish Kiyal, der Gründer der Wave Strategy Advisors, wird mir heute mehr berichten. Ashish, wie lange wird dieser Anstieg anhalten? Während der letzten paar Monate ist die Ringgit immerzu abgestiegen. Im Mai wurde noch ein Wert von 3,05 fixiert. Etwas später erreichte das Paar 4,05. Nach solch einem starken Abstieg folgte eine Konsolidation, nach der wiederum eine impulsive aufwärtige Bewegung folgte. Innerhalb von 3 Monaten müsste das Paar 4,10 erreichen. Etwas später wird dieses Paar aber wieder stark sinken. At 4.45, and what we follow is Elliott wave model to forecast, and we think currently prices are in wave C on downside, and it should head towards the level of 4.10 eventually over the period of next 2 to 3 months, and that will complete wave C, and then again a strong depreciation will start in this currency pair. Nachdem man auf dem Bankkonto des malaysischen Premiers eine runde Summe von 700 Millionen US-Dollar entdeckte, wurde dieser einer internationalen Untersuchung unterzogen. Heute befindet sich Barack Obama bei einem Summit in Malaysia. Mit welchen Resultaten rechnen Sie? Die wichtigsten Gesprächsthemen werden natürlich die Terroranschläge in Paris sein. Normalerweise wird während dieses Treffens immer über die Wirtschaft gesprochen. Dieses Mal wird aber das Thema globaler Terrorismus das Wichtigste sein. Darüber hinaus denke ich, dass Obama während dieses Summits seine Beziehungen mit den asiatischen Ländern festigen wird. Sicherlich wird man auch über die Summe von rund 700 Millionen US-Dollar auf dem Konto des Premiers von Malaysia sprechen. Im Großen und Ganzen wird man sich während dieser Versammlung auf der Politik konzentrieren, vor allem auf eine gesunde Kooperation zwischen Amerika und den asiatischen Ländern. Everyone is questioning that Prime Minister, Malaysian Prime Minister, has probably deposited in his own personal bank account, and no one knows the source and the purpose of the money he has received. So that is also going to be the focus of the discussion in the meeting that Mr. Obama is going to have. So in a nutshell, the focus will be more politically driven, I would suppose. And it is also going to be more on strengthening the economic relationship of US with the Asian countries. Im dritten Quartal demonstrierte uns Malaysia die schwächste südostasiatische Konsumstimmung. Die Rezessionsspirale rückt immer näher. Wo wird sich die malaysische Ringgit innerhalb der kommenden 12 Monate befinden? Das Sentiment ist sehr wichtig, weil es den allgemeinen Börsenindex widerspiegelt. Wenn man sich einen der wichtigsten Indexe ansieht, also den Composite-Index von Kuala Lumpur, wird man einen Anstieg von 800 bis auf 1900 erkennen. Und das bedeutet, dass sich die Wirtschaft in der letzten Zeit ziemlich gut bewährt hat. Die globalen Rohstoffpreise spielen hierbei eine wichtige Rolle. Seit dem Abstieg der Rohstoffpreise kämpfen die Industrieländer gegen die Deflation. Japan befindet sich offiziell in einer Rezession. All diese Risiken erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur innerhalb des malaysischen Devisenmarktes. Dieser Abstieg wird nur kurzfristig sein. Nach der Realisierung der 3-Monats-Prognose von 4,10 wird die Ringgit dessen Positionen bezüglich des US-Dollars ablegen und bis auf 4,55 sinken. Looks like to be a temporary down move which can continue on the Kuala Lumpur index, and over the next few months, 5 to 6 months, this pressure might continue, which will later on start building upward pressure on the ringgit, because after touching the level of 4.10 over 3 months, I think that the ringgit is going to start depreciating against USD and should again move back towards 4.55. Which will be the all-time high levels, or I would say it's going to depreciate sharply after 3 months or so. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Schalten Sie am Montag wieder ein. Bis dahin, alles Gute. Have a wonderful and safe weekend. Goodbye for now.